أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hast du Seite gefunden, Ibrahim? Nee. Okay. Ja, heute geht es um eigentlich zwei Themen, aber wir werden versuchen, das beides so gut wie möglich miteinander zu verbinden. Und zwar geht es einerseits darum, was unter den Muslimen heutzutage, besonders unter jungen Muslimen, sehr umstritten ist. Und zwar sind es die Ijtihad und die Urteile der Sahabis, also der Gefährten unseres Propheten. Wie ihr wisst, gibt es viele Gruppierungen, die heute sagen, ja, das, was die Sahabis gemacht haben, müssen wir nicht akzeptieren. Das, was sie gemacht haben, können wir auch machen, weil die Sahabis selber auch genauso gleiche Menschen sind wie wir, die auch Fehler machen und nicht rein von übel sind. Damit steigen wir jetzt auch erstmal ein, und zwar in dem Buch Worte auf Seite 865. Dort wird gesagt, wenn du sagst, die Sahabis sind auch nur Menschen und können nicht frei von Fehlern und Gegensätzen sein. Die Quelle ihrer Ijtihad und der Urteile über die islamischen Gesetze sind die Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit der Gefährten des Propheten, sodass die Umma, also die islamische Gemeinde, übereinstimmend sagt, die Sahabis sind in allen Dingen rechtschaffen und sprechen die Wahrheit. Also hier ist die Frage, hat irgendjemand die Frage nicht verstanden? Kann mir die Frage irgendjemand nochmal formulieren? Okay. Es geht eben darum, dass die Umma sagt, die Sahabis sind in allen Dingen rechtschaffen und sprechen die Wahrheit. Das heißt, die Sahabis haben gar keine Möglichkeit, außer die Wahrheit zu sprechen, und alles, was sie sagen, kann man durch den Koran und die Sunna des Propheten unterstützen. Jetzt wird aber gesagt von anderen Menschen, die Sahabis sind auch nur Menschen und können nicht frei von Fehlern und Gegensätzen sein. Das heißt, sie zweifeln den Wahrheitsanspruch der Sahabis sozusagen an. Und was wir uns im Islam stützen, sind einmal der Koran und einmal die Sunna. Und die Sunna kommt von uns ja auch nicht durch den Koran, sondern durch die Überlieferungen von den Sahabis, weil es viele Sahabis gibt, die Handlungen, die Gespräche, die Art und Weise, wie sich unser Prophet benommen hat, aufgezeichnet haben. Es gibt zum Beispiel einzelne Sahabis, die haben bis zu 1 Million Hadithe weitergeleitet. Da die Sahabis die Quelle der Sunna sind, einen der zwei Grundsteine unserer Religion, ist es sehr wichtig, dass dieses Problem gelöst wird, dass man nicht sagen kann, die Sahabis sind auch nur Menschen, können nicht frei von Fehlern und Gegensätzen sein. Denn das würde bedeuten, dass wir in unserer Religion Fehler drinstecken hätten, die unsere Sunna und unseren Koran beeinflussen. Als Antwort sagt Bediüzzaman Said Nursi, in der Tat liebten die Sahabis in vollkommener Übereinstimmung das Recht, verlangten Aufrichtigkeit und sehnten sich nach Gerechtigkeit. Das ist sozusagen erst einmal die Tatsache, die Bediüzzaman Said Nursi hier klar machen möchte. Erstens liebten die Sahabis in vollkommener Übereinstimmigkeit das Recht. Das heißt, für sie gab es sowas wie die Möglichkeit, Unrecht zu tun, gar nicht. Zweitens verlangten sie nach Aufrichtigkeit und behielten sich auch dementsprechend. Und als drittens sehnten sie sich nach Gerechtigkeit. Denn die Hässlichkeit allen Luges und Truges wurde in all ihrer Hässlichkeit und die Schönheit der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in all ihrer Schönheit so deutlich gezeigt, dass die Entfernung zwischen ihnen so groß war, wie die zwischen dem Thron Gottes und der Erde. Zwischen ihnen erkannte man einen so großen Unterschied wie den, welcher zwischen der Stufe eines Müslime Kezab, des Lügners, jener alleruntersten Stufe, und der Stufe der Aufrichtigkeit des verehrten Propheten, mit dem Friede und Segen sei, jener höchsten Stufe besteht. Wenn wir Müslime Kezab ein bisschen genauer betrachten, dann sehen wir, dass er zu der Zeit des Propheten gelebt hat und sozusagen den Anspruch auf ein eigenes Prophetentum erhoben hat. Das heißt, er ist aufgestanden, hat gesagt, wenn er Prophet ist, kann ich auch Prophet sein, und hat gesagt, ich bin jetzt auch ein Prophet und ich empfange auch Verse von Allah sozusagen. Dabei hat er auch versucht, den Koran zu imitieren, indem er gelogene Verse veröffentlicht hat und dadurch seinen angesehenen Rang in der Gesellschaft so sehr geschadet hat, dass er ihn verloren hat und in schändlichem Blick nur noch betrachtet wurde. Das heißt, zu der Zeit unseres Propheten gibt es eigentlich nur zwei Lager. Das heißt, die Gesellschaft ist gespalten. Die eine Seite sind Menschen wie Müslime Kezzab, die Lügner, die versuchen, durch falschen Wahrheitsanspruch an ihren Ruhm zu kommen. Und auf der anderen Seite gibt es unseren Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Nun ist die Frage, woher wissen wir denn, dass unser Prophet so vertrauenswürdig war? Die Frage hören wir überall. Woher wisst ihr das? Was sind eure Quellen? Die größte Quelle ist nicht der Koran oder seine Lebensart selber. Die größte Quelle sind eigentlich seine Feinde. Denn seine Feinde beweisen uns am besten, dass er der ehrenwürdigste Mann zu der Zeit war und auch immer noch heute ehrenwürdig ist. Denn wir wissen ja alle, sogar selbst nachdem er sein Prophetentum veröffentlicht hat, kamen seine Feinde zu ihm und überließen ihm sozusagen die Viehherde. Das heißt, zu der Zeit hatten die Menschen einfach nichts anderes außer ihre Tiere, mit denen sie sowohl Gewinn als auch Futter gewinnen. Und was machen sie? Zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt hassen würde, Sigi, wenn wir uns nicht verstehen würden, würde ich dir mein Handy anvertrauen? Würdest du dir mein Handy anvertrauen? Nein, ne? Aber wenn du zum Beispiel mein Bruder bist, dann schließe ich die Augen und gebe dir mein Handy einfach so, weil ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, ne? Und wenn sogar mein Feind zu mir kommt, wenn ich dein Feind bin, aber ich zu dir komme und sage, Sicke, pass mal auf mein Handy auf. Das zeigt eigentlich, auch wenn ich dich hasse, dass du so eine gute Charaktereigenschaft hast, dass ich selbst diese Charaktereigenschaft von dir nicht hassen kann. Auch wenn ich dich als Person hasse. Und wenn selbst die Feinde unseres Propheten schon das Wertvollste, was sie haben, ihm anvertrauen, wie können dann da noch überhaupt Zweifel aufkommen, dass er nicht vertrauenswürdig wäre? In der Tat war das, was Müseilme zum Niedrigsten aller Niedrigen hinabstürzen ließ, die Lüge, wohingegen die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit Mohammeds den Vertrauten, also Mohammed ul-Emin, mit dem Friede und Segen sei, zum Ehrenwertesten aller Ehrenwerten emporsteigen ließ. Wir haben ja schon gesagt, dass es zwei gespaltene Lager gibt in der Gesellschaft zu der Zeit. Das heißt auch, dass die Sahabis sich dementsprechend orientieren müssen. Das heißt, entweder schließen sie sich dem Lager von Müslim Kezab an, oder sie schließen sich dem Lager von Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Das Problem ist, wenn man sich der Seite von Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschließt, er hat ja einen Hadith, der sinngemäß so viel bedeutet wie: Sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sag dir, wer du bist. Und wenn ein Sahabi zu uns kommt, wenn wir in der Zeit leben würden, und sagen würde, ich bin dein Freund Mohammed, dann können wir uns schon direkt vorstellen, was für ein Mensch er ist. Denn ein Mensch, der nicht ähnliche Charakterzüge wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte, konnte nicht sein Freund sein. Das geht einfach nicht, weil zu der Zeit Lüge und Wahrheit so gespalten waren wie Tag und Nacht. Weiter geht's. So ist es denn sicher und gewiss, zwangsläufig und ohne Zweifel, dass die Sahabis in der Erhabenheit ihrer Gefühle und ihrer Hochachtung ethischer Schönheit, erleuchtet durch die lichtvolle Unterhaltung mit der Sonne des Prophetentums, ihre Hände bewusst nicht nach dem Müllhandel mit der Lüge und Müseilimes Täuschung ausstreckten, welche so hässlich und der Grund zu seinem Sturz war. Es gibt zum Beispiel auch eine Überlieferung, und zwar zu einem Moment, in dem die Umma in den Krieg gezogen ist gegen die Ungläubigen. Und im Kriegsheer von den Muslimen war ein Mann, der gar nicht zum Krieg mit wollte. Er ist trotzdem mitgegangen, ist dann aber auf dem Halbweg wieder umgekehrt und hat gesagt, ja, ich muss mich um die Frau kümmern, und hat verschiedene Gründe vorgeschlagen und ist am Ende wieder nach Hause gekommen. Nachdem die Umma von dem Krieg zurückgekehrt ist, hat unser Prophet diesen Mann zu sich rufen lassen, weil er neugierig wurde, wieso er wieder umgedreht ist. Und dieser Mann ist auf dem Weg zum Prophetenhaus, hat ihm der Schaitan eingeflüstert: Mohammed glaubt doch sowieso alles. Er ist doch so gutmütig. Erzähl ihm einfach irgendeine Lüge und er wird dir schon verzeihen. Dieser Mann hat sich darauf eingelassen, ist dorthin gegangen, und sobald er durch die Tür gegangen ist und den Propheten in die Augen gesehen hat, konnte er nichts anderes machen, außer zu weinen. Er hat einfach nur angefangen zu weinen, und unser Prophet hat gesagt, wenn du dich noch einmal in so eine Situation begibst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du vom Schaitan fehlgeleitet wirst. Er hat ihn sozusagen gewarnt, diese Tat nicht zu wiederholen. Und das zeigt eben auch, diese Menschen, die mit dem Propheten vom Herzen verbunden sind, dass diese Menschen einfach nicht lügen können. Er hätte dort auch ins Haus gehen können, ihm irgendeine Lüge auftischen können. Ich weiß nicht, wie unser Prophet dann reagiert hätte, aber sein Herz, dieser Glaube und diese Verbindung mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es ihm nicht erlaubt, in sein Haus zu gehen und ihn anzulügen. Weil eben diese Erhabenheit der Gefühle und die Hochachtung ethischer Schönheit heißt ja nicht nur körperlich, sondern auch ethischer Schönheit heißt auch nicht zu lügen, dass man immer gutmütig ist, dass man ständig auf seine Umgebung aufpasst. Weiter geht's. Sie schrecken vor der Lüge, einem Freund des Unglaubens, zurück, so wie sie vor dem Unglauben zurückschreckten, und verlangten mit Bestimmtheit nach Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Rechtmäßigkeit,
die so schön sind, ein Grundstein für Stolz und Ruhm und eine Leiter, um darauf emporzusteigen, fortzuschreiten und die unter den hohen Schätzen, die der Stolz des Prophetentums sind, am meisten gefragt sind und durch den Glanz ihrer Schönheit dem menschlichen Zusammenleben ihr Licht verleihen. Insbesondere bei der Überlieferung und Verkündigung der Bestimmungen der islamischen Gesetzgebung. Daran hielten sie sich von ganzem Herzen. Im Gegensatz dazu hat sich der Abstand zwischen Lüge und Recht in dieser Zeit so sehr verkürzt, dass sie nun sozusagen Schulter an Schulter stehen. Wie vorher schon gesagt, gab es in der Gesellschaft damals zwei gespaltene Lager. Es gab einmal das Lager der Heuchler, der Lügner, die schlechte Charaktereigenschaften hatten. Und es gab auf der anderen Seite die guten Charaktereigenschaften hatten und sich das Lügen teilweise komplett verboten haben. Aber heute ist es so, dass Lüge und Wahrheit sozusagen unter einer Zunge liegen. Das heißt, ich kann, Mutter, mit dir kann ich jetzt reden, ich kann dir was Wahres sagen, aber ich kann mich umdrehen und genau das Gleiche, was ich gesagt habe, kann ich einem anderen leugnen. Ich kann zu dir sagen, das ist richtig, aber ich kann mich umdrehen und ihm sagen, nein, das war falsch. Das heißt, Wahrheit und Lüge kommen aus demselben Mund. Das Wahrheit und Lüge sind so eng miteinander. Früher konnten sich Menschen, die lügen und Menschen, die Wahrheit sagen, nicht zusammentreten. Das ging einfach nicht, weil sie einfach so unterschiedlich waren. Aber heute ist es so, man kann je nachdem, wie der Mensch gegenüber sich verhält, je nachdem kann man eine Antwort erfinden, auch wenn sie dem eigenen Charakterschaffen nicht passt. Man geht ganz leicht von der Wahrheit zur Unwahrheit hinüber. Selbst in der Politik gibt man einer verlogenen Propaganda vor der Aufrichtigkeit den Vorzug. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, viele Karikaturen. Da sind einfach zwei Schalter, über dem einen Schalter steht eine bequeme Lüge und über dem anderen Schalter steht eine unbequeme Wahrheit. Wenn ihr die Karikatur mal gesehen habt, könnt ihr sehen, dass vor dem Schalter, über dem bequeme Lüge steht, die Menschen sich scharen. Da sind einfach so viele Menschen, dass es wenigstens Tage dauern würde, bis alle an der Reihe wären. Auf der anderen Seite, auf der bequemen Wahrheit, steht kein einziger Mensch. Das liegt eben einfach an dieser Propaganda, weil die Menschen die Lüge, diese Problemsituation, die sie haben, in eine bequeme Lüge umwandeln, weil sie die unbequeme Wahrheit nicht aussprechen wollen. Wenn also nun in einem Laden minderwertige Ware zusammen mit erlesenstem Schmuck zum selben Preis verkauft wird, so wird sicherlich der Brillant der Aufrichtigkeit und Rechtmäßigkeit, ein Juwel der Wahrheit von sehr hohem Wert, im Vertrauen auf die Kenntnis und das Wort des Verkäufers blindlings nicht gekauft. Wenn ihr zum Beispiel zu Aldi geht, ihr seht ja, dort gibt es immer diese Kiste mit den Restposten drin. Das heißt, die Sachen, die es im Angebot nicht mehr gibt, aber deren Restteile man noch schnell verkaufen möchte für einen billigen Preis. Wenn jetzt neben dieser Kiste noch daneben Diamantringe wären und der Verkäufer der Filiale zu euch kommt und sagt, das sind echte Diamantringe, die sind überzogen mit echtem Gold, die Steine sind 0,8 Karat, echte Diamanten und verkauft sie für 10.000 Euro. Ihr müsst euch mal die Umgebung anschauen. Ihr schaut, in welchem Laden ihr seid. Dieser Laden ist kein Fachhandel für irgendwelchen Schmuck oder Gold. Und dann guckt ihr, diese Diamantringe sind an einem Ort, an dem sie einfach nicht hingehören. Das heißt, diese Diamanten stellt man entweder in Schaufenster oder hinter geschlossene Scheiben. Aber nein, was macht man da? Man stellt sie einfach neben den Restposten, wo die billigsten Sachen sind. Wie überzeugend wirkt das denn? Wie sehr würdet ihr dem Verkäufer glauben? Würdet ihr sagen, okay, das sind wirklich echte Ringe? Oder würdet ihr sagen, das sind keine echten Ringe, echte Ringe, misst man einen höheren Wert zu? Genau so war es mit der Wahrheit eben damals auch. Diese Wahrheit, diese Aufrichtigkeit hatte so einen hohen Wert, dass sie mit Menschen, die gelogen haben, nicht mal ansatzweise näher kommen würde. Das lässt eben dazu schließen, dass es eben diese zwei Lager gibt. Einmal die Heuchler, einmal das Lager der Sahabis. Und die Sahabis mit Ungerechtigkeit und Unrecht zu beschuldigen, das ist soweit eigentlich gar nicht möglich. Denn wenn, dann müsste man auch zugeben, dass es Fehler von deren Quelle gibt, von der sie sich sozusagen ernähren. Aber wenn der Freund, der beste Freund, der das Vorbild des Sahabis, unser Prophet ist, und die Sahabis mit dem Herzen mit ihm verbunden waren, dann können wir diese Menschen nicht mit uns vergleichen und auch nicht sagen, dass sie nicht frei von Fehlern und Gegensätzen sind. Okay, es gibt Sahabis, die Fehler und Gegensätze gemacht haben, es gibt viele. Aber es gibt keine Sahabis, die wirklich mit der Absicht Fehler und Gegensätze gemacht haben, indem sie gesagt haben, so, ich versuche jetzt den Grundsätzen, für die ich lebe, versuche ich entgegenzuwirken und versuche sie nicht zu verbreiten. Diese Absicht hat kein Sahabi gehandelt. Aber wenn wir das heute sehen, heute gibt es viele, die sagen, ich kämpfe für den Islam, ich stehe für den Islam, ich bin ein Moslem, aber im Gegenzug dazu sich umdrehen und genau das Gegenteil machen.
Heute gibt es viele Moslems, darunter wir auch. Wir machen leider auch Fehler. Die reden hier viel und dann gehen wir raus und machen das, was wir nicht dürfen. Und warum machen wir das? Weil wir anderen Menschen gefallen wollen, weil wir uns der Gesellschaft anpassen wollen. Aber das gab es zur Zeit des Sahabis eben nicht. Sie hatten nicht diesen Anspruch auf Ruhm, Ehre und Ansehen in der Gesellschaft. Ihnen ging es nur darum, Allah zufriedenzustellen, den Weg Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehen und die Aufrichtigkeit und das Recht zu verbreiten, was sie letztendlich auch wahrhaftig und ohne Fehler und ohne Gegensätze gemacht haben. Wollt ihr dazu noch irgendwas? Habt ihr dazu noch irgendwas anzumerken? Sonst gehe ich zum zweiten Thema. Das zweite Thema hat mehr oder weniger auch mit den Sahabis zu tun, zwar nicht direkt, dafür aber etwas indirekter. Und zwar ist es das Schlusswort des 27. Wortes auf Seite 867. Und zwar geht es dort um die verschiedenen Rechtsschulen. Falls ihr das gehört habt, es gibt viele Gruppierungen, auch wieder Salafisten, Wahhabiten, die sagen, diese Rechtsschulen gibt es nicht. Zur Zeit unseres Propheten gab es keine Rechtsschulen, Mezhep auf Türkisch. Wenn es damals keine gab, darf es heute auch keine geben. Diese Rechtsschulen sind ungültig, sagen sie. Sie sagen auch, die Leute, die diese Rechtsschulen eingeführt haben, sind auch ganz normale Menschen wie wir. Wenn die das können, können wir das auch. Wenn die Ijtihad machen können, machen wir auch Ijtihad. Ist kein Problem, sagen sie. Hier kommt jetzt eine kleine Erläuterung Bediüzzaman Said Nursis dazu. Und zwar beginnen wir wie folgt: Entsprechend den Jahrhunderten ändern sich die Gesetze. Das kann man auch in der Welt sehen. Man sieht, die Verfassung von heute, Deutschlands, ist nicht die gleiche wie die Verfassung vor 1945, vor dem Zweiten Weltkrieg. Es können sogar in einem Jahrhundert verschiedene Gesetze und Propheten für verschiedene Völker kommen und sind sie auch gekommen. Nach dem Siegel der Propheten, wer ist das Siegel der Propheten diesmal? Unser Prophet, ne? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach dem Siegel der Propheten waren unterschiedliche Gesetze nicht mehr nötig, da die große Gesetzgebung, die er brachte, in jedem Jahrhundert für jedes Volk ausreichte. Wenn wir das wieder auf ein Beispiel übertragen wollen, zum Beispiel in Deutschland, bevor es das einheitliche Deutschland gab, war es ja so, dass es in Deutschland verschiedene Länder gab, sozusagen, verschiedene Ländergruppierungen. Und diese Ländergruppierungen hatten teils ihre eigene Verfassung und ihre eigenen Gesetze. Aber nachdem das einheitliche Deutschland gegründet wurde, haben wir eine Verfassung und ein Grundgesetz. Und das gilt für alle, die in Deutschland leben. Zwar haben wir Bundesländer, in denen es hier Landesgesetze gibt, aber die orientieren sich eben auch über dem Überbegriff der deutschen Verfassung oder des deutschen Grundgesetzes. Genauso ist es auch im Islam. Es gab früher verschiedene Völker, die ihre eigenen Gesetze gebraucht haben, weil sie unabhängig waren. Weil das eine Volk das andere nicht kannte, sondern sitze ich hier, ich weiß von Sekki, ich weiß aber nicht, wie er lebt. Murad Abi weiß gar nicht, dass Sekki existiert. So ungefähr. Das heißt, man braucht verschiedene Gesetze und dafür kamen verschiedene Propheten. Es kam auch in eine Stadt, zum Beispiel kamen zwei verschiedene Propheten, die sich aber nie gesehen haben, weil sie einfach keine Verbindung miteinander Aber nachdem das Siegel der Propheten, also Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gekommen ist, ist es genauso wie die Vereinheitlichung Deutschlands. Das heißt, alle Menschen sind in einem gewissen Grade miteinander verbunden geworden. Das heißt, es reicht eine Verfassung, ein Grundgesetz, um alle Menschen dort einzuschließen. Aber in Einzelheiten waren in gewissem Grade verschiedene Schulen nötig. Da kann man auch wieder ein Beispiel geben, zum Beispiel jede Landesregierung bildet ihre eigenen Schulgesetze zum Beispiel. Die Schulformen in NRW, in Nordrhein-Westfalen, sind anders als hier in Niedersachsen. Oder in Mecklenburg-Vorpommern sind sie anders als in Bayern. Aber das sind eben diese kleinen Einzelheiten, die jedes Land für sich selber anpasst, damit es den dort lebenden Menschen gerecht wird. Mit der Änderung der Jahreszeiten ändert sich auch die Kleidung. Je nach Temperament ändern sich ja die Medikamente. Genauso ändern sich die Gesetze je nach Zeitalter. Je nach den Fähigkeiten der Völker verändern sich die Anwendungen ihrer Gesetze. Denn in den Einzelheiten richten sich die Anwendungen der Gesetze nach den Haltungen der Menschen. Ich greife jetzt mal ein bisschen vor. Das Beispiel kommt gleich noch, aber ich finde, hier kann man das auch gut anwenden. Und zwar haben wir ja alle die Scharia. Schariat. Haben wir. Das ist sozusagen der Grundpfeiler des Islams, sozusagen das Grundgesetz des Islams. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Regel, die sagt, sobald du auf deinem Körper eine bestimmte Menge an Beschmutzung hast,
musst du dein Voodoo, also dein Abdest, musst du erneuern, weil es ungültig ist. Du kannst damit nicht beten. Jetzt gibt es aber in den Einzelheiten Unterschiede, die die Anwendung verändert, indem sie sich die Haltung der Menschen anschaut und sich danach orientiert. Zum Beispiel gibt es in der hanefitischen Rechtsschule, gibt es sozusagen das Gesetz, dass der Schmutz, der auf deinem Körper ist, nicht die Größe deiner Handfläche übersteigen darf, damit dein Wudu nicht ungültig wird. Die hanefitische Rechtsschule orientiert sich eher an den Menschen, die in städtischen Gemeinden leben, wie wir zum Beispiel. Wir leben in der Stadt und nicht auf dem Land mehr. Das heißt, in diesem Umfeld ist es sehr schwer, irgendwie Schmutz, Schlamm, irgendwie so eine große Menge an Blut auf seinem Körper zu bekommen. Deswegen gilt es nicht mehr als diese Handfläche. Aber wenn wir uns die Menschen anschauen, die sich nach Imam Schafi orientieren, dann sehen wir, dass diese Menschen eher dadurch geprägt sind, dass sie auf dem Land leben. Das ist eher ländliche Region, die arbeiten viel mit im Schmutz, im Schlamm, haben vielleicht Weidetiere, auf die sie aufpassen müssen, arbeiten auf dem Feld und egal wie sehr sie auch aufpassen, sie verletzen sich irgendwie und bluten einfach. Da sagt Imam Schafi, die Grenze, die Toleranzgrenze in Bezug auf die Schafis sind zum Beispiel ein Stiefel Blut. Selbst wenn man mit einem vollen Stiefel Blut hat am Körper, ist der Wudu nicht ungültig. Ja, stellt euch mal vor, wenn einer auf dem Feld arbeitet und das Haus ist 2, 3 Kilometer weg und er muss hinlaufen, sein Wudu erneuern und dann sein Gebet machen. Bis der Mann zu Hause ist, zu Fuß, ist das Gebet vielleicht schon vorbei. Das heißt, diese Veränderung der Einzelheiten in der Anwendung sind eher ein Heilmittel als sozusagen ein Schaden für die Menschen. Denn in den Einzelheiten richten sich die Anwendungen der Gesetze nach den Haltungen der Menschen. Dementsprechend kommen sie und werden zu Heilmitteln. Das passt eben zu dem Beispiel, das wir eben gerade gebracht haben. In den Zeiten der vorausgegangenen Propheten waren die Schichten der Menschen voneinander weit entfernt und ihre Art in gewissem Grade grob und ungestüm. Von ihren Vorstellungen her waren sie primitiv und standen dem Nomadenleben nahe. Daher kamen in ihrer Zeit unterschiedliche Gesetze, die ihrer Haltung entsprachen. Wir hören sogar, dass sich auf einem Festland in demselben Zeitalter verschiedene Propheten und Gesetze befanden. Das haben wir doch heute immer noch. Zum Beispiel, wir leben zwar hier in Deutschland, aber wir haben immer noch drei Wirtschaftssektoren sozusagen. Wir haben einmal den primären Sektor, den landwirtschaftlichen Bereich, den sekundären Sektor mit der Industrie und den Dienstleistungssektor im tertiären Bereich. Das heißt, aber alles ist untergeordnet unter Deutschland, unter Wirtschaftsfaktoren zum Beispiel, Sektoren. Aber wir können jetzt nicht sagen, nur weil es in Polen zum Beispiel, nur weil da der industrielle Sektor im Vordergrund steht, können wir nicht sagen, es gibt nur den tertiären Sektor und das ist richtig, es gibt nichts anderes, die müssen jetzt auch darauf umsteigen. Wie fair wäre das denn für die wirtschaftliche Lage des Landes, für die Menschen, die dort arbeiten, die dann keine Arbeit mehr haben? Mit der Ankunft des Propheten der Endzeit waren verschiedene Gesetze nicht mehr nötig, da die Menschen von der Stufe einer Grundschule zu der Stufe eines Gymnasiums fortgeschritten waren. Durch viele Umwälzungen und Vermischungen gelangten die Völker der Menschheit zu einer Reife, in der sie einen einzigen Unterricht bekommen, auf einen einzigen Lehrer hören und mit einer einzigen Gesetzgebung leben konnten. Danach wurden auch verschiedene Lehrer nicht für nötig gehalten. Da sie aber ein gleiches Niveau nicht vollständig erreichten und sich nicht eine gleiche gesellschaftliche Lebensweise übergestreift hatten, kamen verschiedene Rechtsschulen vor. Also hier wird begründet, warum es überhaupt zu den Rechtsschulen kommt. Warum brauchen wir diese Rechtsschulen? Wir brauchen diese Rechtsschulen, weil die Lebensweise und der Menschheit nicht die gleiche auf gesellschaftliche Art aufgebaut ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn die Schafis jetzt genauso wie wir wären, in der Gesetzeslage. Das heißt, wenn sie einen Tropfen Blut von der Hand haben und der sich verbreitet, ist ihr Voodoo weg. Aber sie arbeiten jeden Tag auf dem Feld, sie bluten wahrscheinlich jeden Tag, jede Minute, auch wenn sie sollen jede Minute Voodoo erneuern, damit sie beten können. Das heißt, die Tatsache, dass diese Rechtsschulen hervorgekommen sind und den Menschen den Islam erleichtern, das Leben als Moslem erleichtern, das ist, wie Bediüzzaman Said Müslim gesagt hat, eher ein Heilmittel. Irgendwelche Fragen bis hierhin, sonst mache ich so weiter. Ja, ich hatte eine Frage. Du meintest ja Blut. Also dürfen sie ja auch, wenn sie bluten, noch was machen, beten. Bis zu einem gewissen Punkt. Also dort wird die Toleranz gezeigt, auch wenn der Stiefel, also sozusagen so bildlich vorgestellt, wenn der Stiefel voller Blut ist, dürfen sie immer noch beten. Bei uns ist es ja so, wie eben gesagt, wenn ein Tropfen Blut aus unserem Finger kommt, ist unser Abdest weg. Oder wo du bist, dann dürfen wir nicht mehr beten.
Bei den Schafis ist es eben nicht so, weil sie die ganze Zeit auf dem Feld arbeiten. Das heißt, sie machen schwere Arbeit, sie machen dreckige Arbeit, aber wir ziehen hier unseren Anzug an, wir ziehen unser Hemd an, ziehen unsere Lackschuhe an und gehen ins Büro oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dort verletzen, dass wir dort anfangen zu bluten, ist sehr gering. Deswegen ist bei den Schafis die Toleranzgrenze viel, viel höher als bei uns. Wenn die absolute Mehrheit der Menschen, wie die Studenten einer Hochschule, dieselbe gesellschaftliche Lebensweise überziehen könnten, ein gleiches Niveau erreichten, dann könnte man die Rechtsschulen vereinen. Aber da der Umstand der Welt diesen Zustand nicht zulässt, können auch die Rechtsschulen nicht eins werden. Das heißt, zu der Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gab es nur eine Gesellschaft und das war die arabische Gesellschaft. Das heißt, dort brauchte man keinen Imam Shafi, keinen Imam Asam, der gesagt hat, so ihr macht das jetzt so und ihr macht das jetzt so, weil sowieso alle fast unter einem Dach gelebt haben. Weil die Menschen einfach alle vereint waren. Aber jetzt, wo der Islam sich ausbreitet, wo der Islam immer größer wird und verschiedene Menschen anspricht, die auf verschiedene Art und Weise leben, die verschiedene Traditionen und Kulturen haben, da braucht man eben auch diese Rechtsschulen. Und diese Rechtsschulen können nur dann wieder eins werden, wenn sich der Zustand der Welt ändert und alle Menschen auf einem gleichen gesellschaftlichen Niveau sind. Aber das ist eben nicht der Fall. Wir sehen, dass es wird immer landwirtschaftliche Menschen geben. Es wird immer Menschen geben, die in Fabriken arbeiten. Es wird auch immer Menschen geben, die in Büros arbeiten, weil wir einfach darauf angewiesen sind. Das heißt, diese Verbindung aller Rechtsschulen ist einfach nicht möglich. Jetzt kommt noch eine zweite Frage an Bedi Somers Halid Nursi. Und zwar, es kann nur eins richtig sein. Wir sagen immer, es gibt den Islam, die Gesetze stehen im Koran, es gibt die Sunna unseres Propheten und das war's. Fertig, aus. Es gibt nur den einen wahren Islam und das ist der, wie er im Koran und der Sunna dargestellt wird. Wie können verschiedene Bestimmungen solcher 4, sogar 12 Rechtsschulen richtig sein? Jetzt haben wir auf der anderen Seite, die Leute, die sagen, es gibt nur einen Islam und auf der anderen Seite gibt es die 12 Rechtsschulen. Wer sich jetzt fragt, warum 12 Rechtsschulen, diese 12 Rechtsschulen sind zusammengefasst in den 4 Rechtsschulen. In den 4 Rechtsschulen. Also die Hanefitische, Schafi, Hanbali und Maliki. Die Antwort dazu: Ein und dasselbe Wasser bekommt 5 Bestimmungen für 5 verschiedene Kranke. Es ist dies folgendermaßen. Für den einen, für Säcke zum Beispiel, ist das Wasser ein Medikament, je nach Art der Krankheit. Medizinisch ist es Wajib, also Pflicht. Säcke muss dieses Wasser trinken, um gesund zu werden, aus medizinischer Sicht betrachtet. Für einen anderen aber, für Recep zum Beispiel, für Recep ist es wegen seiner Krankheit so schädlich wie Gift. Medizinisch ist es für ihn haram, also verboten. Das heißt, wenn Recep dieses Wasser trinkt, wird er sterben und bewusst seinen Tod herbeiführen. Das heißt, er darf dieses Wasser nicht trinken. Aber es ist immer noch das gleiche Wasser. Nichts hat sich verändert. Für einen anderen aber schadet es aber wenig, für Enes zum Beispiel. Medizinisch ist das Wasser für ihn Mekruh, unerwünscht. Das heißt, wenn er das Wasser trinkt, es führt nicht sofort seinen Tod herbei. Aber es schadet ihm langsam, genauso wie mit den Zigaretten. Wenn man eine Zigarette raucht, wird man nicht sofort sterben. Aber sobald man immer mehr anfängt, immer abhängiger wird von der Zigarette, führt das eben dazu, dass verschiedene Krankheiten wie Krebs zum Beispiel auftauchen. Und das heißt, die Zigarette führt indirekt zum Tod. Deswegen ist die Zigarette auch unerwünscht. Für einen anderen nutzt es ohne Schaden. Zum Beispiel Mohammed. Er darf das Wasser trinken, so wie er will. Medizinisch ist es für ihn Sunnah. Es hat keinen Schaden, aber einen Nutzen. Das heißt, er darf so viel trinken, wie er möchte, weil er von Nutzen schöpft. Für einen anderen ist das Wasser weder schädlich noch nützlich. Er mag es mit Genuss trinken, für ihn ist es Mubah, wünschenswert. Das Richtige hat sich hier ausgebreitet. Das heißt, können wir sagen, nur weil Siki kein Wasser trinken darf, dürfen die anderen auch kein Wasser trinken? Zum Beispiel, Recep muss das Wasser trinken. Er ist krank, er muss es trinken, damit er gesund wird. Können wir jetzt sagen, aber für Säcke haben wir das verboten, es muss jetzt für alle verboten werden? Können wir nicht sagen. Genau andersrum können wir das auch nicht sagen. Nur weil Recep Wasser trinken darf, heißt das nicht, dass Säcke Wasser trinken muss. Wir können Säcke doch nicht einfach so in den Tod verabschieden. Das ist genau das, was mit den Rechtsschulen hier passiert. Wir haben ein Islam, wir haben ein Gesetz, das ist die Scharia, aber diese Rechtsschulen sind dieser Scharia nur untergeordnet. Es ist kein anderer Islam. Die Scharia ist das Wasser und die Rechtsschulen sind einfach nur die verschiedenen Einzelheiten, die verändert wurden, damit das Wasser einem auch wirklich bekommt oder von dem Wasser eben fern bleibt. Ismail, du hast eine Frage. Du hast aber Recep gesagt, er darf, also wenn er das Wasser trinkt, dann wird er also sterben. Hm. Und du sagst ja, das ist haram. Und
Ich hab, also die Frage ist, ist er dann aus Islam raus? Also er tritt nicht direkt aus dem Glauben aus, aber die Tatsache, dass er weiß, dass das Wasser ihm schadet, es ist Haram, wenn er das trinkt und weil er stirbt, weil er das trinkt, wenn er stirbt, weil er das getrunken hat, dann begeht er sozusagen theoretischen Selbstmord. Okay? Selbstmord ist nicht erlaubt. Ja, Selbstmord ist nicht erlaubt. Das Richtige hat sich ja auch so. Hat jeder das Beispiel mit dem Wasser verstanden? Gibt es da irgendwelche Fragen noch dazu? Okay. Das Richtige hat sich ja ausgebreitet. Kannst du sagen, dass das Wasser nur ein Heilmittel ist, nur Wajib, also Pflicht ist und keine andere Bestimmung hat? Das war es soweit dann auch zu den Rechtsschulen. Ich hoffe, das war ziemlich verständlich. Habt ihr irgendjemand noch irgendwas anzumerken, irgendwas zu ergänzen? Gut, dann war es das. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة.